Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Steinbach und Hecker Serie rund um Kapitalanlage bei uns und anderswo. Heute spreche ich, Markus Merkel, einmal über ESG in Schwellenländern, und zwar am Beispiel China. China, da fällt einem sicherlich ein, dass die Volkswirtschaft dort ein rasantes Wachstum hatte, und das ist auch so, nicht immer im Einklang mit den Umweltschutzbestimmungen, aber das ändert sich jetzt gerade. China hat sehr wohl verstanden, dass es sich auch wandeln muss. So hat man beispielsweise das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Man hat sich bereit erklärt, die dort verursachten CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 signifikant zu verändern. Und China ist heute tatsächlich einer der größten Hersteller von Windturbinen, Solaranlagen, Solarspeichern, Modulen und auch Elektrofahrzeugen. Also es gibt die chinesische Tesla. Wandel durch Handel, so kann man es überschreiben. Woher kommt das? Also die Chinesen haben kontinuierlich ihre Aktienmärkte peu à peu für ausländische institutionelle Investoren geöffnet. Da gab es im Jahr 2014 ein Stock Connect Abkommen, und mit den ausländischen Investoren, institutionell geprägt, kamen auch Erwartungen und Anforderungen an ein nachhaltiges, sorgfältiges, schonenden Umgang in der Wirtschaftsweise in das Land hinein. Was heißt das im Einzelnen, wenn man das mal aufbricht, E, S und G, also das E, der Umweltsektor? China hat verstanden, dass ein Wachstum gegen die Umwelt nicht mehr möglich ist, dass vielmehr umweltschädigendes Verhalten ein Wachstumshemmnis ist. Es gefährdet auch den sozialen Zusammenhalt, die Gesundheit der Bevölkerung, und das ist durchaus ein Thema für ein Land wie China, das ganz stark auf einen prosperierenden Mittelstand setzt. Der soziale Aspekt ist mittlerweile auch mehr und mehr bedeutsam geworden, denn auch in China tobt der War of Talents, also der Kampf um die besten Leute, gerade im IT-Sektor. Und da ist es schon gut, wenn ich als Arbeitgeber meiner Belegschaft auch über die normalen Standards hinaus ein bisschen was bieten kann im sozialen Bereich. Das G-Thema, das ist etwas, was ähnlich wie bei uns hier im Westen, in Deutschland, ganz große Bedeutung erreicht hat. Und chinesische Unternehmen fangen mehr und mehr an, auch über Aktionärsrechte nachzudenken. Es gibt Richtlinien für die Dividendenausschüttungen. Man schaut sich an, wer in Aufsichtsräte gewählt wird, also Schluss mit der Vetternwirtschaft. Man schaut, dass der Aktienbesitz Streubesitz ist, dass weite Bevölkerungskreise am Produktivkapital beteiligt werden. Und so ist das große Bild eigentlich heute eines, das China als ein Land zeigt, das sehr wohl begriffen hat, welche Chancen in einem nachhaltigen Wirtschaftssystem stecken. Das variiert von Sektor zu Sektor noch erheblich und auch von der Unternehmensgröße. Aber es gibt mehr und mehr Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, wo ganz dezidiert beschrieben wird, was tut man, um den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, welche Maßnahmen trifft man, um sich gegen ESG-bezogene Risiken zu wappnen, und welche zusätzlichen Informationen kann man den Anlegern bereitstellen, wenn es um diese nicht finanziellen Risiken geht. Also kurzum, China hat sehr wohl begriffen, was Nachhaltigkeit im Wirtschaftssystem für immense Chancen bieten kann. Für uns bietet es auch Chancen, die wir hier westliche Kapitalgeber sind, Aktionäre. Idealerweise kann man so etwas spielen über Bande, indem man beispielsweise westliche Unternehmen investiert, die sehr wohl über lokale Joint Ventures Zugang zu den dortigen Geschäftsmodellen finden. Beispiele wären beispielsweise die französischen Unternehmen Total, Suez, Veolia oder auch der US-amerikanische Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen, die Firma Xylem. Fazit: China ist einen mindestens auch zweiten Blick wert. Dort tut sich sehr viel im ESG-Bereich, und insofern sind wir alle gut beraten, die Entwicklung dort im Reich der Mitte im Auge zu behalten, denn Chinas grüne Zukunft, die hat gerade erst begonnen. Ja, das war mal so das zum Thema, was tut sich im ESG-Bereich in Schwellenländern, wie zum Beispiel China. Wenn Sie gerne zu diesem und anderen Themen rund um Substanzwertanlagen, und ich sagte ja, Aktien in China ist auch opportun, oder auch das ganze Thema nachhaltige Kapitalanlage etwas wissen möchten, dann verstehen wir uns durchaus, so unbescheiden darf ich sein, als einer der ersten Anlaufstellen. Sprechen Sie uns gerne an, verfolgen Sie diese und andere Folgen auf unserem YouTube-Kanal oder rufen Sie uns hier in München an. Mein Name ist Markus Merkel, und ich lade Sie schon heute ein, bei der Überlebensfolge das nächste Mal dabei zu sein, wenn es um die scheinbare Unvereinbarkeit von Rohstoffen und Nachhaltigkeitsaspekten geht. Bis dahin eine gute Zeit.